Hallo und willkommen zum Video-Lernzyklus Maßstab. Bevor wir loslegen, hier noch ein kurzer Sicherheitscheck. Du solltest für diese Aufgaben schon fit beim Thema Rechnen mit Dezimalzahlen sein. Stoppe das Video und berechne die Ergebnisse. Du weißt bei dieser Aufgabe nicht ganz genau, wie das funktioniert? Dann schau dir besser davor den entsprechenden Video-Lernzyklus zu Dezimalzahlen nochmal an. Stoppe jetzt das Video. Hier findest du die Lösungen. Kontrolliere deine Ergebnisse. Für dieses Video solltest du auch noch fit beim Konstruieren eines Rechtecks sein. Teste deine Fähigkeiten mit dieser kurzen Aufgabe. Konstruiere ein Rechteck mit den Seitenlängen A gleich 10 cm und B gleich 4 cm. Stoppe jetzt das Video und konstruiere das Rechteck. Hier findest du eine Musterlösung. Also lass uns jetzt starten. Ich werde dir zu jeder Aufgabe immer Tipps bereitstellen. Probiere zuerst die Aufgabe allein zu lösen. Stoppe dazu das Video. Wenn du das nicht schaffen solltest, probiere die Aufgaben mit Hilfe der Tipps zu lösen. Dafür musst du wieder auf Play drücken. Nach den Tipps zeige ich dir meine Musterlösung. Kennst du noch Katharina aus dem Intro-Video? Wenn nicht, dann stelle ich dir sie jetzt vor. Das ist Katharina. Katharina möchte in den Urlaub fahren. Am liebsten würde sie eine Weltreise machen, um alle Sehenswürdigkeiten der Welt einmal zu entdecken. Nur hat Katharina leider nicht so viel Zeit. Deswegen macht sie einen Tagesausflug mit ihrem Freund Lukas in den Miniaturenpark Minimundus nach Klagenfurt am Wörthersee. Erste Aufgabe. Lukas und Katharina sind schon sehr weit gefahren und sind ein paar Kilometer vor Klagenfurt. Sie beschließen aber vorher noch kurz Lukas Oma in Moosbrunn zu besuchen. Katharina schaut auf die Straßenkarte und misst dort 4 cm von ihrem Standort nach Moosbrunn. Die Straßenkarte ist im Maßstab 1 zu 750.000 angefertigt. Wie lange brauchen Lukas und Katharina noch, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von ca. 60 km pro Stunde fahren? Stoppe hier kurz das Video und versuche die Aufgaben selbstständig zu lösen. Falls du nicht ganz weiter weißt, habe ich ein paar kleine Tipps für dich, die dir helfen könnten. Danach präsentiere ich dir meine Musterlösung. Erster Tipp. Berechne zuerst, wie viele Kilometer sie noch bis nach Moosbrunn fahren müssen. Zweiter Tipp. Überlege dir, was der Ausdruck 60 km pro Stunde heißt. Probiere es dann auf die Strecke umzulegen, die Katharina und Lukas noch fahren müssen. Dritter Tipp. Achtung! Dein Ergebnis kommt in der Einheit Stunden heraus. Rechne zum Schluss noch in Minuten um. Musterlösung. Um die Wegstrecke zu berechnen, müssen wir die Maßstabszahl mit der gemessenen Länge multiplizieren. 750.000 mal 4 ist gleich 3 Millionen. Das Ergebnis hat die Maßeinheit Zentimeter. Rechnen wir das Ergebnis noch in Kilometer um. 3 Millionen Zentimeter sind 30.000 Meter, sind 30 Kilometer. 60 Kilometer pro Stunde bedeutet, dass sie in einer Stunde 60 Kilometer fahren können. Für 30 Kilometer, was ja die Hälfte von 60 Kilometer sind, brauchen sie auch halb so lang. Also eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde sind 30 Minuten. Schreiben wir noch einen Antwortsatz. Lukas und Katharina brauchen noch 30 Minuten, bis sie in Moosbrunn ankommen. Zweite Aufgabe. Angekommen bei Lukas Oma, bittet sie Katharina gleich um Hilfe. Ach Katharina, gut, dass ihr da seid. Ich wollte gerade eine Skizze von meinem neuen Hochbeet für die Arbeiterinnen und Arbeiter anfertigen, die morgen kommen. Kannst du mir bitte dabei helfen? Sie haben gesagt, die Skizze soll im Maßstab 1 zu 10 angefertigt sein. Ich möchte, dass das Hochbeet 1,8 Meter lang und 60 cm breit ist. Wie breit und wie lang muss Katharina das Hochbeet auf der Skizze zeichnen? Berechne die gesuchten Größen und fertige eine Skizze an.
Stoppe hier kurz das Video und versuche die Aufgabe selbstständig zu lösen. Falls du nicht ganz weiter weißt, habe ich wieder ein paar kleine Tipps für dich, die dir helfen könnten. Danach präsentiere ich dir meine Musterlösung. Erster Tipp. Berechne zuerst die Länge und die Breite des Hochbeets in Katharinas Zeichnung. Zweiter Tipp. Achte auf die richtigen Einheiten. Musterlösung. Um die Breite und die Länge des Hochbeets am Plan zu berechnen, müssen wir die reale Breite und die reale Länge durch die Maßstabszahl dividieren. Die Breite beträgt 60 cm. Also rechnen wir 60 dividiert durch 10 ist gleich 6. Also muss die Breite in der Zeichnung 6 cm betragen. Bei der Länge müssen wir zuerst noch die Angabe auf Zentimeter umwandeln. 1,8 Meter sind gleich 180 cm. 180 dividiert durch 10 ist gleich 18. Also muss die Länge in der Zeichnung 18 cm betragen. Das Hochbeet in der Zeichnung ist also 18 cm lang und 6 cm breit. Nun können wir das Rechteck konstruieren. Das Rechteck sollte dann so aussehen. Das war's für dieses Video von mir. Weiter geht's mit einem nächsten Mastery-Video, bei dem du den gesuchten Maßstab berechnen musst.